Ja, wir machen hier heute die Kundgebung, weil hier in den Häusern Reichenberger 72 und 73 Menschen von Mieterhöhung, Zwangsräumung und anderen Schikanen ihrer Vermieter betroffen sind. Und wir solidarisieren uns mit ihnen und wir wollen ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass wir viele sind und dass wir uns auch dagegen wehren. Was genau laufen denn da für Sauereien? Na, wir haben konkret hier in der 73 sollen eine Familie jetzt mit drei Kindern zwangsgeräumt werden. Und eine einzelne Frau soll jetzt am 12.2., nee, am 18.2. geräumt werden. Und in der 73 hatten wir jetzt einen anderthalbjährigen, in der 72a hatten wir jetzt einen anderthalbjährigen Kampf von einer Frau, die mit ihrem Sohn da lebt, also auch eine kleine Familie. Und der ist jetzt gewonnen worden. Und ansonsten kann man sagen, dass beide Häuser, also vor allem die 72a, die sind jetzt die Wohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt worden. Und da geht es jetzt darum, praktisch auch jeden möglichen Anlass, kleinste Verfehlung oder auch jeden Anlass zu nutzen, um Leute sozusagen ja, die Kündigung zu schicken und dann praktisch diese Prozesslawine loszutreten. Und viele Menschen, also die sich rechtlich nicht auskennen und auch nicht die Nerven haben, also lassen sich da einschüchtern. Aber wir haben jetzt doch eine ganze Menge positive Erfahrungen gemacht damit, dass wenn Leute sich an uns wenden, also zum Beispiel an die innigen Zwangsräumung oder an Kaffereiche oder auch an Mietervereine, dass das auch oft erfolgreich ist, weil die Methoden der Hausbesitzer sind oft juristisch auch sehr fragwürdig, weil man probiert es einfach, ja, ob man die Leute rauskriegt. Ja. Passiert ganz oft, dass das Jobcenter zum Beispiel die Mieten zu spät überweist. Oder es gibt ganz viele Fälle, wo auch, sag mal, die Ämter was verschlusen, dann kommt das Geld später und das wird dann erstmal als Vorwand genommen, um zu kündigen. Das heißt für uns, die jetzt nicht zu den oberen 10.000 gehören, dass wir alle hier gefährdet sind und alle damit rechnen müssen, dass es über lang oder kurz hier jeden einmal erwischt. Ja. Weil das ist flächendeckend hier in der Reichenberger und in allen anderen Straßen, fast in jedem Haus, den Versuch der Hausbesitzer, die Leute, die alten Mieter vor allen Dingen eben, rauszuklagen. Salam alaikum. Ich lese das jetzt auf Türkisch vor. Zorla tahliye ve yerinden etmeler karşı dayanışma yürüyüşü. Bugün 8 Şubat. Reichenberger Straße 72A ve 73. Hemen her gün daha çok Berlinli evinden taşınmak zorunda kalıyor. Sadece Kreuzberg'te değil, şehrin Neukölln, Treptow, Marzahn ya da Stadel, bütün Berlin'de gibi diğer parçalarında da özellikle Hartz IV ile geçinen ya da düşük gelirli olan sakınlar kiralarını ödeyemiyor. Eski kontrata sahip olanlar bile evlerinden kovuluyor. Reichenberger Straße 73'te oturan 5 nüfuslu bir aile şu an evlerinden zorla tahliye edilmeye tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı binada yaşayan birçok kiracı da son zamanlarda yükselen kiralar ve sahte işletme faturalarla boğuşmak zorunda. Mülk sahibi olan Brenning ailesi Kreuzberg'deki kira artışlarından çıkar sağlamak ve ölen kiracıları %50'sinden ve varan zamlar yapmak istiyor. Komşu bina Reichenberger Straße 72A'da oturan bütün kiracılar evlerinden çıkarmalar ve bütün daireler satılmak isteniyor. Yakın zamanda 65 yaşındaki bir kadın ve 23 yaşındaki oğlu da evlerinden çıkarılmak istendi. Ancak bu kiracılar mahkemeyi başvurarak davayı kazandı. Dava hakimin açıklamasına göre davaya şans eseri kazandılar. Çünkü zorla tahliye evraklara hataları olduğu, bununla birlikte diğer kiracılara bu kadar şanslı değildi ve evlerinden çıkarıldılar. Şu an Ayşe esentisinde ve Berlin diğer mahallelerinde yaşanan çok sayısında hikayeden sadece biri. Bu hikayelerin çoğalması ve kiracılık umudunun kurması adına yürütülen mücadele sürüyor. Zorla tahliye ve yerinden etmeleri karşı direniş ve dayanışma yükseliyor. Yükselen bu ses daha çok mahalle sakınlığı direnişini çağırıyor. Artık yeter.
Teşekkür ederim. Danke fürs Zuhören. Und wenn jetzt hier diese Geldgeier, Immobilienbesitzer, kommen und meinen, sie können uns, weil sie denken, sie können jetzt hier mit Geld verdienen, hier rausdrängen, dann müssen sie mit unserem Widerstand rechnen. Wir bleiben hier. Ihr kriegt uns hier nicht raus.